Hallo, liebe Leute. Ich habe heute mal ein bisschen Geld ausgegeben, weil ich mir dachte, über 140 Stunden, da kann man auch mal ein bisschen Geld den Entwicklern zukommen lassen. Für 10 € habe ich mir hier mal 13 Boxen gekauft. Außerdem gab es noch eine Halloween-Box dazu, weil momentan gerade Halloween-Event ist. Und wir lassen mal die Halloween-Box zum letzten Öffnen übrig als Highlight und öffnen mal so ein paar Boxen. Und wir fangen direkt gut an mit einem lila Skin für Oz, den ich nie benutzen werde, weil ich nicht Oz spiele. Aber einen mit Hut, das ist schon mal ganz cool. Öffnen wir das nächste. Das habe ich schon. Ein GG-Boost. Ein paar GG-Boosts kriege ich damit halt rein. Ein paar andere Objekte. Neuen Papp-Storn, das finde ich gut. Und vielleicht kriege ich ja sogar noch so viele. so viel ISO zusammen. Auch wenn hier noch einen neuen Taunt. So viele ISOs zusammen, dass ich mir einen weiteren Halloween-Skin kaufen kann. Ah, das ist doch, der ist doch langweilig. Wie sieht denn, Moment, das muss ich mal kurz gucken. Wie sieht denn, ah, das ist so rot. Na gut. Er sieht dann doch schon anders aus, aber er ist trotzdem langweilig. So, genau. Öffnen wir den nächsten. Duplicate. Zuki, Homemade Cluster Bombs Taunt. Da wären zwei Taunts in einem gewesen. Das ist natürlich auch schick. Der Lockwood Skin macht mich nicht so an. Jetzt haben wir noch einen Helio. Der sieht, glaube ich, ganz schick aus. Smash o'clock. Ja, der ist echt, den finde ich echt angenehm schick im Vergleich zu dem. So eine dunklere Variante. Das ist eine subtile Änderung, aber mir gefällt sie. So. Duplikat. Achso, was ich mir noch gekauft habe zwischendurch. Nein, nicht da. Ich habe nämlich genug ISOs gehabt, um mir einen Halloween-Skin zu kaufen. Ich habe mir hier diesen Halloween-Skin gekauft. Für Quark, weil ich ihn einfach ganz niedlich fand. Für diesen hier hat mir damals das Geld gefehlt und das ISO gefehlt, sonst hätte ich den genommen. Aber ich finde auch den ganz okay. Den hier finde ich halt irgendwie zu klassisch. Rote Augen, schwarz. Das ist irgendwie das typische Gespenst. Da kommt Lila. Lockwood. Das ist ein schöner Skin. Schön Easy. mit schönem Hütchen, verzierten Arm, Augenklappe. Der Standard-Skin ist ja so. Das ist schon ein deutlicher Unterschied für mich. Sehr gut. Da freue ich mich. Lockwood spiele ich nämlich wirklich regelmäßig. Ah gut, Juno ist mir ziemlich wurscht. Die spiele ich auch nicht. Und da kriege ich noch ein Duplikat. Und die letzte. Nochmal drei Duplicates. Ja, quasi bei Next. Ah, komm ich zur Halloween-Box. Ja, war also nicht, waren sie vier und ich hoffe, jetzt ist hier noch ein Duplicate drin. Na, da habe ich einen blauen Tito-Skin bekommen. Jetzt habe ich hier vier oder halt in Road Dread. Den Crypt-Vogel. Ich finde eigentlich den Crypt-Vogel, glaube ich, ein bisschen stärker. Obwohl, der ist auch ganz nett. Aber der ist, glaube ich, rot immer noch cooler. Ja, das war's dann schon für dieses Video. Wie gesagt, ging relativ flott, waren halt 13 Kisten. Leider reicht es nicht für einen weiteren Halloween-Skin, da brauche ich mindestens 1200. Könnte mir höchstens sonst noch ein paar Torns kaufen oder sowas. Da habe ich jetzt nämlich gar keinen. Hier habe ich einen schönen Skin bekommen, den finde ich von den erweiterten Skins, also die wirklich einen andere Modell haben, finde ich den mit dem blauen hier, glaube ich, noch am schicksten. Die anderen sind also, okay, der ist halt sehr golden. Das finde ich ein bisschen übertrieben und der ist einfach nur bunt, meiner Meinung nach. Und der ist mir auch irgendwie wieder zu golden. Das wirkt irgendwie so komisch. Also ich finde schon den, Objective weil er halt so ein War. bisschen matt ist, zusammen mit dem blauen hier schon am schicksten. Da habe ich mich gefreut, dass ich den bekommen habe. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald und weiter viel Spaß im Schlachtfeld.